Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Ja, im Prinzip machen wir genau an derselben Stelle weiter, wo es letztes Mal aufgehört hat. Ich habe mir da so ein paar Cops angelacht, nachdem ich da das ein oder andere so ein bisschen versiebt habe. Naja, ganz salopp gesagt, ich habe die Jagd verkackt. Dann bin ich mitten auf die Straße gelaufen, warum weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, und wurde dann angefahren. Dann habe ich mich da herzlich dafür bedankt, für diesen freundlichen Rempler. Indem ich sie mal mit meiner Schrotflinte bekannt gemacht habe, beziehungsweise mit deren Inhalt. Fanden jetzt die Cops wiederum nicht so geil. Kann ich nicht nachvollziehen, aber na gut, ist halt so. Man kann nicht alles haben. So, und ich habe es gesagt, dadurch, dass die Jagd jetzt voll verkackt war, jagen wir lieber was anderes, nämlich Menschen. Also, demnächst. Ah ja, okay, ich habe die Markierung, glaube ich, schon umgesetzt. Wird es nur nicht angezeigt, die Rampage-Mission, weil, ja. Unser Freund und Helfer noch so ein bisschen sich austoben will. Weg da. Nein, nicht so. Aus. Nein. Aber es ist schon faszinierend. Also ich finde das Fahrverhalten, zum einen von den NPCs, als auch wie sich die Autos selber insgesamt handeln lassen, so ein bisschen, ist schon ein kleiner Unterschied. Gut, klar, Trevor hat maximalen Fahrskill, glaube ich, mittlerweile. Nee, hat er nicht. War gelogen. Entschuldigung. Habe ich jetzt eigentlich schon mitgerechnet. Ja, und in GTA Online bin ich halt noch ein Stück weg von. Ne? Wobei, bei ihm ist es wirklich so, ich glaube, mein Charakter ist ungefähr gleich auf in GTA Online, wie Trevor jetzt ist mit dem Fahren. Aber Fakt ist, solche Kutschen wie die hier jetzt, die fahren in GTA Online gefühlt nur halb so schnell. Soll wahrscheinlich animieren, so nach dem Motto: Los, kauf dir einen super teuren Sportwagen. Ach, du kannst ihn dir nicht leisten. Ja, dann gib uns einfach Geld, dann kriegst du Ingame-Dollar. So ungefähr läuft das ab. Schickes Geschäftsmodell, aber wie gesagt, das habe ich ja in der letzten Folge schon erwähnt, dadurch, dass es einige Patches kamen mit neuem Content, gibt es eigentlich schon genug Möglichkeiten, eigentlich sich Geld irgendwie ranzuholen, ohne dass man jetzt hier in die Privatkasse greifen muss. Dass man jetzt hier, keine Ahnung, so Guthabenkarten für GTA Online kauft. Gib's zu, ich habe es auch jetzt einmal gemacht für 15 Euro die. Aber denke mal, das wird dieser Einzelfall bleiben. Weil ich bin jetzt auf einem guten Weg. Mir fehlt noch viel in Online, aber es wird schon. Und im Singleplayer-Modus, da hantiere ich jetzt einfach noch so ein bisschen mit den Aktien rum. Die Möglichkeit wiederum fehlt ja, wie gesagt, in der Online-Version. Und, oh, alter, nerv nicht. Komm, zieh Leine. Push. Eigentlich war ja der Plan, dass er das Auto rammt und nicht ich. Hätte ja klappen können. Nee, im Prinzip, keine Ahnung. Also ich würde es heute noch ein bisschen dieses Rampage und so ein Quatsch machen. Vielleicht randaliere ich auch einfach so noch ein bisschen auf der Straße rum, wenn sich's anbietet. Und dann fahren wir mit nächste Folge auf jeden Fall mal mit Michael, müsste das, glaube ich, sein. Ja, zu unserem geheimen Meeting. Na, unsere Kumpels, unsere Auftraggeber, die Arschloch-Cops da, sind sich ja auch immer so ganz grün. Wird ja vermutet, dass er, dass Devin so ein bisschen, naja, größenwahnsinnig ist. Sich möglichst alles unter den Nagel reißen will, wahrscheinlich auch so ein bisschen machtgierig ist. Nicht nur ein bisschen arg mehr. Das gefällt den anderen natürlich teilweise nicht so. Also, ich könnte mir halt vorstellen, dass es am Ende irgendwie so einen Showdown gibt, wo man die beiden gegeneinander ausspielt und die dann sich hoffentlich gegenseitig in die Luft jagen oder so. Aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, inwiefern sich das jetzt noch weiterentwickelt. Ne, die Sache mit Trevor, Michael und Franklin, die so am Kriseln ist. Ist da noch irgendwas? Kommt da noch mal was? Oder ist es einfach so, ja, also wir haben es mal erwähnt, aber so wichtig ist es nicht. Also kehren wir so unter den Tisch. Will ich nicht hoffen. Man wäre blöd, wenn die dann auf einmal, sage ich jetzt mal, von jetzt auf nachher auf einmal wieder zusammen irgendwie, keine Ahnung, einen drauf machen oder so. Autos sind vorhin schon besoffen. Dann merken sie es vielleicht nicht. Oh, jetzt drehen wir erstmal wieder um. Cops loswerden, ey, das ist mir mal ein Krampf. Scheiße, sie haben mich gesehen, oder? Ja. Ja, der geborene Geländewagen ist halt auch nicht. Aber gut, irgendwie wird's schon gehen.
Weil da fahren die Cops normalerweise nicht hoch. Ich würde halt gerne kurz die Zeit aussitzen, dann würde ich bei Trevor einfach mal einkaufen gehen. Im Sinne von, also wir brauchen auf jeden Fall wieder eine Panzerung. Vielleicht ein bisschen Muni, arg viel Gold habe ich jetzt nicht. Jetzt sag ich schon wieder Gold, Geld, Junge. Ja, scheiß RPGs, ne? So. Ja, so ein paar Sachen können wir sicherlich wieder auffüllen. Rampage-Mission ist auch direkt um die Ecke. Was will man denn mehr? Vielleicht ein Auto, was nicht komplett auseinanderfliegt. Ich glaube, das können wir jetzt klicken. Schicke Beule. Interessantes Design, das war bestimmt gewollt. Also in jedem Fall sah das vorher schon aus. Was willst du, hä? Ja, piece of shit, fuck you, genau. Halt die Schnauze, Junge. Na, was jetzt, hä? Was jetzt? Tja, es ist Ruhe. Penner. So, hätten wir das auch geklärt. Was, hängen die Cops ab bis zum... Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich habe nur diese zwei Kloppis verkloppt und jetzt, ja, keine Ahnung. Kann ich auch im Einkaufswagen flüchten? Wäre bestimmt lustig. Ja, wie, jetzt laufe ich extra raus, dass ich schnell ins Auto kann und abhauen kann, ist hier weit und breit kein Kopf. Das scheint die Polizei hier ja sehr zu interessieren, was hier abgeht. Oh ja, jetzt höre ich was. Vielleicht krieg ich's. Ah, Alter, nicht gegen den Pfosten, du Idiot. Ach nö, das hat's jetzt wieder gekostet. Jetzt haben sie mich gesehen. Wieso habe ich das Gefühl, dass diese Rampage, zumindest in der vorgesehenen Rampage-Mission, wieder mal nicht klappt? Ich dafür aber mitten auf offener Straße rumrandaliere. Ja, okay, darauf läuft's hinaus. Drauf geschissen. Töten. Hi. Ja, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Okay. Ich mach. Na sowas. Da wäre ich hier gestorben. Das ist aber schade. Bye bye. Ja, reload. Hast du gut gemacht, Trevor. Brauchst du nicht ankündigen. Ist eh keiner da, der dir zuhört. Inklusive mir. Einen Lenkraketenwerfer? Ja, ne, müsste ich doch eigentlich haben. Was? Habe ich nicht? Oh, Online-Modus. Die drei Sachen, ey, die hätte ich auch gern. Ja, dafür habe ich diese Lenkrakete. Die habe ich dann hier dafür nicht. Das ist echt ätzend ohne gegen den Heli. Also ich finde, im Singleplayer ist die Polizei hier auch deutlich hartnäckiger. Ich schätze mal, die ist gewollt als Störfaktor sowas in der Richtung, aber die Hauptgefahr sollen ja eigentlich schon die anderen Spieler darstellen. Oder generell Gegner, die man... Ach, Gottchen. Generell Gegner, die man halt erlegen muss, die jetzt nicht zwingend von der Polizei sind. Naja. Irgendwas werden sie sich schon bei gedacht haben, oder eben auch nicht. Sei es drum. Ja, ja, Mieteinnahmen, Alter. Ich habe gerade voll auf die Fresse bekommen, wurde durchlöchert und du kommst mir hier mit Mieteinnahmen. Wahrscheinlich so von 2-3 Dollar oder so fürs nächste halbe Jahr. Finde ich echt geil, ja? Also, klasse. Danke. Danke. Dodele. Also, wir haben unsere Mühle irgendwo auf dem Schirm. Wahrscheinlich bei Trevor's Schickem zu Hause, kann man das so nennen. Der ist doch jetzt eh nur noch im Puff, beziehungsweise im Stripclub. Ich glaube, das ist sein neues Zuhause. Naja, ihr wisst, was ich meine. In jedem Fall steht die Karre da. Besser als laufen, auf alle Fälle. Wieso wird hier gleich geschossen, wenn ich ums Eck komme? Was ist das für eine herzliche Begrüßung?
Der Dödel übt oder was? Der trifft doch nichts. So, guck mal hier mal zu. Achtung. Komm. Achtung. Wow, der Typ trifft ja gar nichts. Ich dachte immer, mein Aim ist scheiße. Haben wir einen Revolver? Da kommt es sicher cooler. Ach. Dann halt nicht. Oh, na. Sind wir deprimiert, dass wir so scheiße sind? Doch, das tut mir aber leid. Ja, also mein Randale-Vorhaben klappt irgendwie wieder nicht so ganz. Ich überleg mal gerade so, was könnte man sonst noch gucken, ohne jetzt noch zu viel anzufangen, weil die Zeit ist auch bald wieder erreicht. Ich könnte mal gucken, was es im Ammunition gibt. Ob da irgendwie noch was zu kaufen ist, was ich noch nicht habe. Also der Lenkraketenwerfer zum Beispiel wäre halt schon echt cool. Wow, das war sehr elegant. Good Lord above, ja. Voll in die Eier. Geil. Just when I thought my day couldn't get any worse. What kind of welcome is that, Melvin? You really are a pitiful example of a man. I've just had a bad day. I don't need to be bullied by you right now. Why are you so miserable? I mean, it doesn't make for a dynamic store experience. Well, I live alone. I don't have any real friends to speak of. I don't actually want to know. Hm. Ja, der Lenkraketenwerfer wäre aber eine Maßnahme. Und da haben wir einfach zu wenig Geld für. Toll, ne? Ach, das läuft ja richtig gut. Crazy, crazy shit. Oder so ähnlich. Tja, was meinen jetzt noch in der kurzen Zeit? Das ist doof. Ach, wisst ihr was? Drauf geschissen. Die story-relevanten Folgen werden ja dann wahrscheinlich sowieso zwangsläufig wieder länger. Deswegen machen wir hier kurz und knapp. Over and out. Nochmal der Hinweis, guckt mal bei Twitch vorbei, wenn ich online bin. GTA ist auch mit von der Partie. So, dann nochmal sorry, dass die Folgen gerade wieder so ein bisschen kürzer sind, aber Zeitdruck und so, ihr wisst ja, sind noch ein paar andere Projekte am Laufen und leider muss ich halt zwischendurch auch mal wieder arbeiten gehen, weil ich sonst hier, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht mal den Strom zahlen könnte. Wäre ungünstig für dieses Hobby. Naja, dann danke ich euch, Freunde, wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge für mich habt, dann haut raus. Ansonsten lasst es mich wissen, wenn es noch sonst was gibt. Feedback ist gern gesehen. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Teilt ruhig mal ein Video. Empfehlt mich weiter. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.